Moin Internet! Wie geht's, wie steht's? Hier ist Spielexkurs. In diesem Video machen wir mal etwas, das eigentlich längst überfällig wäre. Ich rede hier nämlich schon die ganze Zeit von Rollenspielen und habe nur in einem einzigen Video erwähnt, was Pen & Paper Rollenspiele überhaupt sein sollen. Das geht natürlich nicht. Aber macht nichts, dann holen wir das eben jetzt nach. Also, was sind jetzt diese komischen, ominösen Pen & Paper Rollenspiele, von denen ich die ganze Zeit rede? Nun, fangen wir mal beim Namen an. Das Wort Spiel bedeutet genau das. Es ist eine Unterart von Spielen, die man am Tisch oder auch online im Internet spielen kann. Das Wort Rollenspiel grenzt es ein bisschen ein. Die Spieler sollen sich bei dieser Art von Spielen in eine bestimmte Rolle versetzen. Das läuft gewissermaßen wie ein Amateurtheater. Das heißt konkret, im Grunde erzählt man dabei zusammen eine Geschichte. Der Unterschied zum Impro-Theater besteht darin, dass es eine ganze Menge Regeln gibt, wie man diese Geschichte eigentlich erzählen soll. Die konkreten Regeln sind natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Genauso wie auch die Spieler alle unterschiedlich sind. Damit alles fair und einheitlich abläuft, hat die Tischrunde auch einen Spielleiter, der ihnen bei dieser Erzählung hilft. Wobei, hilft vielleicht ein bisschen untertrieben ist. Im Gegensatz zu den Spielern, die sich nur auf ihre eigene Rolle konzentrieren sollen, die meisten Spieler bezeichnen diese dann als Spielercharakter, spielt der Spielleiter einfach mal alles andere. Das heißt, der Bäcker um die Ecke, der Räuber im Laden, der Drache in der Steppe, der Wind, der durch die Bäume säuselt. Das Wetter so ganz grundsätzlich, vielleicht noch eine Gottheit oder so. Das spricht und spielt alles der Spielleiter. Und weil er oder sie praktisch die gesamte Welt spielt, ist ein Spielleiter auch für die Regeln verantwortlich. Anders ausgedrückt, was der Spielleiter sagt, gilt. Die Regelwerke sind zweifelsohne wichtig. Das letzte Wort liegt aber dennoch bei der Person, die mit am Tisch sitzt und alles mit den Spielern macht. Das heißt natürlich nicht, dass am Tisch keine Diskussion möglich ist. Aber manchmal muss eben ein Machtwort fallen. Nun gut, jetzt haben wir also die Machtverhältnisse geklärt. Wie spielt man jetzt diese Spiele also ordentlich? Hier kommt der Teil mit Pen & Paper ins Rampenlicht. Die Bezeichnung kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt Stift und Papier. Das bedeutet, dass die meisten dieser Rollenspieler irgendeine Art von Bögen benutzen, die zeigen, was die zu spielende Rolle alles kann bzw. bei sich trägt. Das wird dann logischerweise mit Schreibzeug festgehalten. Daher der Name Pen & Paper. Die meisten Rollenspiele, nicht alle, aber die meisten, verwenden außerdem noch Würfel. Und mehr ist zum Spielen eigentlich auch nicht nötig. Außer das entsprechende Regelwerk, natürlich. Wem das nicht reicht, kann sich noch eine Tonne an Zeug dazu holen. Nach Lust, Laune und, nun ja, natürlich auch Budget. Die konkrete Spielweise hängt aber vom jeweiligen Spiel ab. Hier gibt es eigentlich für fast alle etwas. Standard-Fantasy à la Herr der Ringe, düstere Fantasy, Science-Fiction, Postapokalypse, Horror, Superhelden und so weiter und so fort. Die Welt der Rollenspiele ist genauso vielfältig wie die tatsächlichen Spielsysteme. Wer sich also für diese Welt begeistern lässt, wird nach einiger Suche mit recht hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später etwas für sich finden. Etwas schwieriger wird hingegen die Suche nach den Spielern. Eine Tischrunde für die Genre-Giganten wie Dungeons & Dragons,
Pathfinder oder das schwarze Auge. Wird sich da eindeutig einfacher zusammenstellen lassen als etwas, das vor allem hierzulande weniger bekannt ist. Sagen wir Deadlands, unaussprechliche Kulte, Cyberpunk 2020 oder Seelenfänger. Aber wer sucht, der findet. Macht euch da also nicht zu viele Sorgen. Interessant wird es aber bei der Spielauswahl. Die traurige Wahrheit ist leider, Rollenspiele sind nicht zwangsweise günstig. Und es haben nun mal nicht alle die Möglichkeit oder die Zeit, sich überall auszuprobieren und einzuarbeiten. Tja, und genau da kommt dieser Kanal herbeigeeilt. In der Hauptrubrik, genannt Spielecke, werden einige auf dem Markt verfügbaren Spiele vorgestellt und die wichtigsten Regeln anhand eines Beispielabenteuers einmal erklärt. Für die Themen drumherum dagegen gibt es die Rubrik Zusatzinhalte. Und wenn mir noch irgendwas einfällt, was ich hier machen möchte, dann kommt es in irgendeine andere Reihe. Das werdet ihr dann schon sehen. Die Reihe Spielecke richtet sich primär an Neuanfänger. Vielleicht können aber auch Veteranen des Rollenspielens etwas für sich mitnehmen. Oder auch einfach nur die jeweiligen Grundlagen wiederholen. Manchmal ist sowas nämlich ganz schön praktisch. Wer auch da nicht wirklich was für sich entdecken kann, kann alternativ auch einfach nur das Spektakel genießen. Dieser Kanal dient schließlich genauso zur Unterhaltung. Also, wenn ihr mehr über das eine oder das andere Spiel erfahren wollt, bleibt dran und lasst euch in die Welt der Abenteuer entführen. Es wird spannend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.